Das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 60 Jahre römische Verträge sind eine lange Erfolgsgeschichte für Frieden und Freiheit, eine Erfolgsgeschichte der Europäischen Union. Es war eine Friedensperiode mit wachsendem Wohlstand für alle, die Deutschland die Wiedervereinigung ermöglichte. Die Europäische Union hat sich gelohnt und es lohnt noch immer, an ihr festzuhalten, wovon wir alle, fast alle überzeugt sind. Trotzdem gibt es genug Stimmen, die einen Austritt fordern. Großbritannien wird austreten, wohlwissend, wie schwierig und wie teuer der Prozess der Auseinandersetzung werden wird. Inhaltlich benennt Großbritannien vor allem zwei Gründe, die seine nationale Hoheit betreffen. Es will wieder selbst über die Einwanderung entscheiden und es will sich dem EuGH nicht mehr beugen. Auch viele unserer Bürger haben das Vertrauen in die Union verloren bzw. ihr Vertrauen ist erschüttert. Wir Abgeordnete sind praktisch gläsern. Aber der Bürger weiß nichts über die Richter am EuGH, nichts oder kaum etwas über die Entscheidungsprozesse in Brüssel, fast nichts über die Personen, die dort über Europa entscheiden und sich ungebeten in nationale Belange einmischen. Menschen fürchten sich vor Unbekannten, zu Recht. Deshalb muss mehr Transparenz eine Forderung für die Zukunft der Union sein. Wie es mit der Europäischen Union weitergeht, wird auch vom Umgangston untereinander abhängen und davon, wie wir mit Freunden umgehen. Noch ist Großbritannien Unionsmitglied und es ist ein Freund. Nutzen wir also den Austrittsprozess Großbritanniens für eine positive Evaluation unserer Union. Sortieren wir sorgsam Rosinen ins Töpfchen und Fallobst in die Saftpresse für unser Projekt Europa. Die Sicherheit der Bürger ist eine Rosine. Gemeinsame europäische Verteidigung, Schutz der Außengrenzen, innere Sicherheit und Terrorbekämpfung. Hier erkennt der Bürger auch den Mehrwert der Union. Aber was wir nicht brauchen, ist Einmischung in Klein-Klein, Ekelbilder auf Zigarettenschachteln, Feinstaubregelungen aus Brüssel, um nur zwei Beispiele zu nennen. Das nächste aktuelle Schlagwort, hinter dem sich Probleme verbergen, heißt: Wir brauchen ein soziales Europa. Falsch! Wir haben ein soziales Europa. Europa ist sozial, weil es aus sozialen Marktwirtschaften besteht. Jede Nation hat ihre sozialen Sicherungen abgestimmt auf die nationalen Verhältnisse. Soziale Sicherungen können nur subsidiär geregelt werden, denn sie müssen dem Bürger auch helfen, effektiv helfen. Sein Bedarf wird in seiner Heimat bestimmt. Außerdem ist es keinem Arbeitnehmer in Deutschland zumutbar, für die Arbeitslose in Frankreich zu bezahlen. Die gehören dem französischen Premier. Es ist ganz offensichtlich, dass ein europäisches Sozialversicherungssystem für Deutschland unbezahlbar wird. Warum sollten wir dieses Fass ohne Boden haben wollen? Die Umverteilung von reichen zu armen Ländern läuft sowieso seit langem. Zum Beispiel mit den nie fällig werdenden Tagezahlen, die von uns nicht steuerbar sind. Wir bauen den BMW, wir liefern ihn nach Griechenland, wir leihen dem Griechen das Geld, damit er das Auto bezahlt. Und dafür werden wir halbjährlich im europäischen Semester aus Brüssel gerügt, weil wir zu viel exportieren. Diese Rüge verrät uns noch ein Problem der Union, nämlich Brüsseler Planwirtschaft programmiert mit Nachfragepolitik. Wir brauchen wieder eine Diskussion über Wirtschaftspolitik. Erfolge für die Bürger gibt es nur dort, wo Freiheit und Eigenverantwortung gelten. Einen ganzen Kontinent durch Bürokratie planwirtschaftlich steuern zu wollen, ist zum Scheitern verurteilt. Soll die Europäische Union langfristig weiter existieren, müssen wir uns zu Freiheit und Subsidiarität bekennen. Ich hoffe, meine Damen und Herren, meine Worte waren konstruktiv, denn die Union ist die kostbarste Erfindung des 20. Jahrhunderts.
Sehen wir sie als Gemeinschaft demokratischer Länder. Respektieren wir jeden einzelnen Wählerwillen, auch den aus Ungarn, Herr Voss. Genießen wir die Vielfalt der Nationen. Pflegen wir unsere Europäische Union. Wir haben die Jugend auf unserer Seite. Danke. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Norbert Spinrad.